Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und natürlich auch auf der Website Gameplay Gamers. Heute geht es zum vierten Mal um die Anime-Serie Inuyasha, denn ich habe, wie könnte es so anders sein, die vierte Blu-ray-Box in den Händen. Das wird hier unter dem Cover auch angegeben und ich habe hier auch die Blu-ray-Variante, wie man das hier oben am Seitenrand erkennen kann, die mal wieder von Kase Anime veröffentlicht wurde. Und auf dem Cover selbst haben wir dann auch wieder sehr viele Charaktere abgebildet, die in der vierten Volume, respektive den Episoden der vierten Volume auftreten. Also ganz hier vorne haben wir dann natürlich Inuyasha. Hier im Hintergrund sehen wir dann den Giftmischer Mukotsu, hinten den Schwertkämpfer Jakotsu und dann natürlich noch den Riesen Kyokotsu. Die werden in der Anime-Serie hier anders genannt, beziehungsweise anders ausgesprochen, aber ich habe mich jetzt einfach mal an der japanischen Aussprache orientiert, denn so heißen die. Und im Hintergrund sehen wir dann noch vermutlich die anderen vier legendären Krieger, die aber in dieser Box noch gar nicht auftreten und deswegen auch wunderbar im Hintergrund verbleiben. Aber ansonsten ist das Cover eigentlich ähnlich aufgebaut wie die ersten drei Volumes. Also dass ihr denn hier auch, wenn ihr die Schriftzüge habt, dass einmal hier in Kanji steht, dann in Romaji und hier drunter, dass es die Angabe Nummer 4 ist, also die vierte Box. Ja, so sieht die Box dann von der Seite aus, also auch nicht viel anders als bei den ersten drei Boxen. Sprich hier oben das Kase Anime Logo, darunter dann nochmal die zwei Formen des Inuyasha Logos, also einmal in Kanji, dann in Romaji. Hier dann die Angabe, dass es eben die vierte Volume ist und hier dann noch die Angabe, dass es eben drei Blu-rays sind, die in dieser Box enthalten sind. Jetzt halte ich euch auch nochmal die Box in der Rückseite in die Kamera und ich hoffe, der Autofokus spielt mit, dass ihr den Text auch lesen könnt, der hier angegeben ist. Aber wie ich sehe, hat der Autofokus gerade ein paar Probleme damit, das scharf zu stellen. Ich nehme es auch am frühen Morgen auf. Die Lichtverhältnisse sind leider aktuell nicht ganz so gut, weil ich hier auch groß im Umräumen bin. Aber zumindest solltet ihr es sehr gut lesen können. Dann könnt ihr gerne auf Stopp drücken, wenn euch das interessiert. Aber ansonsten, der Aufbau ist, denke ich mal, klar. Hier habt ihr ein paar Screenshots abgebildet, also ein paar Bildschirmaufnahmen, was denn so in der Box passiert. Hier oben dann einfach mal Inuyasha und Kagome abgebildet. Hier seht ihr dann Koga, wie er gerade gegen Kyokotsu kämpft. Und hier unten dann eben noch weitere Szenen, auf die ich im Einzelnen jetzt nicht unbedingt eingehen möchte. Aber ihr seht hier, es sind die Episoden 81 bis 104 enthalten. Und das Besondere bei diesen Episoden ist, es sind tatsächlich die letzten Episoden, die damals 2005, wenn das mich nicht täuscht, damals ins Deutsche übersetzt worden sind. Danach mussten wir ja wirklich bis 2018 warten, bis die Reihe dann fortgesetzt wurde. Also eine lange, lange Zeit mitten in einem Storystrang fand ich damals, sage ich mal, auch schon blöd, aber ich habe Inuyasha damals auch nicht wirklich verfolgt und jetzt bin ich froh, dass es natürlich alle Episoden mittlerweile auch auf Deutsch gibt und ich euch demnächst auch die 5., 6. und 7. Serienbox hier auf Blu-ray vorstellen kann. Bei den technischen Spezifikationen sieht es so aus, ihr habt natürlich sowohl die deutsche als auch die japanische Tonspur enthalten. Beides in DTS-HD Master Audio 2.0, der Klang ist auch wirklich gut, wie ich finde. Und Untertitel gibt es auf Deutsch, die sind bei der japanischen Version, so wie ich das gesehen habe, auch immer zwangseingeschaltet. Die kriegt ihr gar nicht raus, zumindest auf einem normalen Blu-ray-Player nicht. Und Laufzeit 600 Minuten, also das könnt ihr euch ja da mal ausrechnen. Es müssten dann 24 Episoden sein, die enthalten ist. Also 104 Episoden minus 81 Episoden ergibt meiner Achtung nach dann 24 Episoden, die enthalten sind. Und das Format habt ihr natürlich wieder in 1080p und die Bildqualität ist wirklich herausragend. Allerdings muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass so ab Folge 95 ungefähr rum, ich kann es euch nicht genau sagen, bei welcher Episode, aber irgendwann nimmt die Qualität der Animation, der Grafiken dann doch etwas ab und das finde ich sehr schade bei dieser Serie eigentlich. Da merkt man einfach, dass viel mehr auf Computergrafik und so weiter gesetzt worden ist und vorher dann doch einiges mehr mit Hand gemacht wurde. Finde ich immer sehr schade bei Animationen. Aber gut, so ist nun mal der Lauf der Dinge. Gut, wir machen mal den Test. Also ich halte die schon wirklich fest und es rutscht trotzdem raus. Also es fühlt sich zwar sehr hochwertig an, also die Box ist auch wirklich stabil. Also wenn ihr das hier seht, also da strenge ich mich schon an, um die einzudrücken.
Aber trotzdem sollte das hier nicht so schnell rausrutschen. Aber gut, jetzt habt ihr hier die Box gesehen. So sieht dann das Ganze dann eben aus, wenn ich die hier rausgeholt habe. Hier hat doch ein anderes Motiv. Also hier habt ihr dann zum Beispiel unten dann nochmal gut dasselbe Artwork von Inuyasha, was ihr auch hier vorne drauf habt, auch in derselben Position ungefähr. Im Hintergrund habt ihr dann seinen Bruder Sesshomaru. Und hier hinten habt ihr dann noch Narakö und hier oben die Windherrscherin Kagura. Also auch ein sehr schönes Artwork, wie ich finde. Es wurde aber einfach so zusammengeschustert, genauso wie hier vorne auf dem Cover. Gut, auf der Rückseite habt ihr dann nochmal hier unten Inuyasha. Warum man ihn da nochmal unterbringen musste, ich weiß es nicht. Einfach, weil er da vielleicht gut aussieht. Aber hier seht ihr zum Beispiel im Hintergrund eine Szene, wo dann eben Miroku und Sango durch den Schnee gehen. Und hier oben habt ihr dann die Legende von der Yuki Onna, also der Schneefrau. Ist ja auch eine sehr bekannte japanische Legende. Da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag zu. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Finde ich ja allgemein super interessant, was es so alles für Yokai in Japan eben gibt, also Monster, Dämonen, Geister, da kann man glaube ich keine 1:1 Übersetzung machen. Ja, und dann habt ihr hier nochmal zwei weitere Cover auf beiden, Cover oder Artworks auf beiden habt ihr dann nochmal Inuyasha abgebildet, sowohl links als auch hier. Ich glaube, die sind einfach nur gespiegelt und die hier vorne, ich glaube, ist das vielleicht der Schweif noch von wie heißt die Katze jetzt? Kirara, das dann, vielleicht ist die da abgeschnitten, ich weiß es gerade nicht, aber könnte auf jeden Fall sein, zumindest hier, weil Sango und Miroku ja auch im Hintergrund sind und hier haben wir noch Kagome, die auch hier abgebildet ist mit einem Bogen und im Hintergrund habt ihr dann noch verschiedene Antagonisten, beziehungsweise hier so ein altes Mütterchen, die angeblich so eine Exorzistin ist, ja. Aber es sind auf jeden Fall sehr interessante Geschichten. Aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass in der vierten Box sehr viele kleinere und abgeschlossene Geschichten auf euch warten und keine großartige durchgezogene Handlung. Die kommt erst so nach und nach wieder dazu und setzt sich zusammen. Finde ich ein bisschen schade, aber dafür kannst du in der fünften, sechsten und siebten Box richtig losgehen. Gut, wenn wir es hier aufschlagen, dann habt ihr hier auch mal wieder die ganz normalen drei Blu-Rays abgebildet, die im Stil her identisch sind, also Disc 1, Disc 2 und Disc 3. Im Hintergrund, wie ihr es sehen könnt, da habt ihr nur dieses rot-schwarze Muster von den Wolken, also jetzt nichts Großartiges gemacht. Und hier habt ihr noch dann so einen Umfragezettel, die große Kasei-Anime-Umfrage 2020. Da konntet, oder ihr könnt bis zum 30.06.2021 noch teilnehmen und dann einen Einkaufsgutschein in Höhe von 100 Euro gewinnen. Also wenn euch das interessiert, nehmt daran teil. Einfach mal auf der Website von Kasei Anime nachschauen. Und so, jetzt habe ich die hier schon falsch zugeklappt. Das soll es an dieser Stelle auch mal wieder von meinem Unboxing-Video zu Inuyasha gewesen sein. Ich gucke die Anime-Serie immer noch sehr gerne. Hat mir jetzt auch in der vierten Volume wieder gut gefallen. Einiges, was da an Geschichten aufgetragen worden ist. Und hoffe jetzt einfach mal, dass der eigentliche Handlungsstrang in der fünften Serienbox dann demnächst weiter fortgeführt wird. Aber das erfahrt ihr dann auch natürlich von mir beim Unboxing-Video zur fünften Volume. Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, wie ich meine Videos mache, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch bitte rein, wie euch Inuyasha gefällt. Habt ihr auch die Serienboxen zu Hause? Wie seid ihr von der Blu-ray-Fassung angetan? Und ja, lasst mir ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert mich im besten Fall auch, dann bekommt ihr auch mit, wann ich die nächsten Boxen von Inuyasha oder anderen Anime-Serien hier mal auspacke. Und dann ein letztes Mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!